Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Survive. Gut zum Ende der letzten Folge wurden wir nochmal angegriffen von Kaito. Und Mann, war der Kampf schwer. Andererseits hätte ich vielleicht, glaube ich, gar nicht auf leicht stellen müssen. Bin aber auf Nummer sicher gegangen. Weil wir es ja beim zweiten Mal versucht hatten. あいつはこの世界を滅ぶ。でもさ、カイトのやつが主を倒してくれたら、いや、彼が主と敵対しても我々の味方であるとは限らない。仮に主が倒されたあと、この世界がどうなるかは誰。同時に現実世界がどんな影響が起こる。それに、 カイトは、みゆきも標的にする。考えたくもないことだが。元の世界へ戻る手段がなくなる。すべてを破壊するつもりなんじゃろう。せめて、小さき者たちだ。やっぱりそううまくいかねえか。ったく。私は、少しだけわかるよ。カイトの気持ち。一番大事なものが奪われたら、きっと、 すごく苦しくて、ミウちゃんがいなくても続いていく世界なんて許せない。だからって世界を壊だから俺たちがミウの代わりに手間のかかる兄貴を止めてやるんだろ。まあそういうこと。ミウちゃんの分まで。そのためにも今はしっかり食べなくちゃ。ちょっと、私の分。こういうのは早い者勝ちって 給食の時に学ばなかったのかよ。知らないの？早食いって太るんだよ。知らねえよ、葵さん。もうゆっくり食べないと喉に詰まっちゃうよ。Das könnte das letzte Mal sein, dass wir so zusammen essen und lachen. Und das macht diesen Moment ganz besonders. Auch wenn wir uns anstrengen, normal zu tun. Zu sagen, ich hätte keine Angst, wäre gelogen, aber wir dürfen nicht mehr davonlaufen. Jetzt können wir erstmal nur weitermachen. Gochisousama! Kekkyoku Minoru hitori de hotondo tabechatte sa. Ii daro besu ni. Gochisousama, Aoi-san. Sonna iikata shinai de. Nach dem Frühstück holten wir unsere Sachen und trafen uns vor der Schule. Dann bildeten wir schweigend eine Reihe, um uns von der Schule zu verabschieden. Digimon und die anderen schauten aus dem Fenster hinzu. Jetzt ist dies ihr Zuhause. Wir winkten ihnen zu und brachen dann auf. Kaito, Bolbutamon, Miyuki und der Meister warten auf uns im Schrein. So begann unser letzter Tag hier, an dem alles ein Ende nehmen würde. Eine Erkundung jetzt? Okay. Oh ja. Ich will vorher noch was machen. Du. Ich habe doch nach dem Kampf gegen Taumon das hier gekriegt. Ich finde dich total knuffig.
Soll ich mal mit Minoru reden? Da ist er. Ich finde diese Wandmalerei immer noch so geil. Diese ganze Spannung setzt mir ziemlich zu, Takuma. Wie man es dreht und wendet, das ist jetzt der Moment der Wahrheit. Auf jeden Fall. Wenn ich daran denke, dass es das jetzt war, schießt mir alles Mögliche durch den Kopf. Zum Beispiel all das, was bisher geschehen ist, oder Ryo und Chuchi. Und natürlich auch Mio. Sie lag Kaito sehr am Herzen. Ja. Selbst hier war sein erster Gedanke, wie er Mio helfen konnte. Was schon ziemlich unvorstellbar ist. Ich könnte mich kaum um mich selbst kümmern. Ich habe ihn immer bewundert, weil er das Wichtige nicht aus den Augen verloren hat. Er hatte diese unerschütterliche Stärke, wenn es darum ging, zu erreichen, was er wollte. Jetzt weiß ich nicht, was wir ihm sagen können, damit er die Welt nicht zerstört. Ich glaube, das weiß keiner. Minoru hat recht. Kaito war immer stark. Und zwar nicht nur körperlich, er besaß auch eine innere Stärke. Was könnten wir sagen, dass ihn dazu bringen würde, den Wunsch der Weltzerstörung zu verlieren? Mir fällt nichts ein, was Kaito so bewegen könnte wie Mios Worte. Wahrscheinlich hast du recht. Aber reines Wunschdenken bringt uns nichts weiter. Ja, entschuldige. Mann, Kaito kann sowas von nervig sein, wäre er doch bloß nicht so sturköpfig. Auch wenn wir ihn gerade so stark macht. Ja, Kaito war schon immer einfach und geradeaus. Vielleicht ist er deshalb durchgedreht, als er jemanden sehr wichtigen verloren hat. Wenn man es so sieht, ist es vielleicht gar nicht so gut, derart geradeaus zu sein. Wie auch immer, ich werde darüber nachdenken, was ich Kaito sagen. Hoffentlich reicht es aus, damit er sich nochmal überlegt, die Welt zu zerstören. Na dann, geradeaus. Soll ich mit Saki reden? Wo ist Saki? Was meinst du? Warum war Kaito wegen Mio überhaupt so besorgt? Weil sie seine Schwester war. Aber schien die Art, wie er sich um sie gekümmert hat, nicht ein bisschen übertrieben? Klar, Mio hat sich zur Königin gemacht, aber was verrückt war. Aber man erkannte, dass sie eigentlich ganz gut beieinander war. Stimmt, Mio wirkte nicht so ohnmächtig, dass Kaito so besorgt hätte sein müssen. Ja, oder? Ich muss nicht wissen, warum Kaito ihr gegenüber so überfürsorglich war. Immerhin gibt es Dinge, die man nicht vor allem ausbreiten will. Hätte er doch nur nicht so in diese ganze Sache reingesteigert. Hätte er auf andere vertraut, statt sich alles selbst aufzubürden. Voll und ganz der Meinung. Er hat uns nie was gesagt, nie über seinen Schmerz gesprochen oder um Hilfe gebeten. Klingt, als hätte Saki nicht gewollt, dass sich das alles bei ihm anstaut. Wäre Kaito jetzt hier, was würdest du ihm sagen wollen? Gute Frage, ich glaube, das habe ich noch nie in Worte gefasst. Aber ich will auch nicht, dass Kaito das weiter allein erleiden muss. Wie könnte man das Kaito am besten mitteilen? Ich würde ihm sagen wollen, dass er nicht allein ist, dass er Freunde hat.
Das sehe ich genauso wie du. Ich wünschte, er hätte mehr auf uns vertraut. Das Problem ist, dass Kaito erstmal wollen muss, uns zu vertrauen. Also möchte ich ihn dazu bringen, die Last, die er trägt, zu teilen. Ja, so sehe ich es im Grunde genommen auch. Auf jeden Fall ist Kaito ein toller Mensch, also wird er es bestimmt verstehen. Du findest Kaito ist toll? Na klar, er kann manchmal schnudderig sein. Aber er hat immer ausgesprochen, was kein anderer sagen wollte. Wenn wir mit einem Freund geredet haben, war er immer vorne mit dabei. Ich glaube, er hat nicht nur auf Mio aufgepasst. Ja, da hast du recht. Er hat es vielleicht nicht ausgesprochen. Aber er war ziemlich fürsorglich. Na los, auf geht's. Ja, Kaito ist bestimmt irgendwo da unten. Wir müssen ihn schnell finden. Auf geht's. Ich glaube, es ist Renamon, stimmt was nicht? Die Tür zur nächsten Ebene ist offen. Oder vielmehr wurde sie zerstört? Wovon redest du? Eigentlich braucht man einen Schlüssel, um zur untersten Ebene zu kommen. Aber es sieht aus, als hätte jemand die Tür mit Gewalt geöffnet. Moment mal, willst du damit sagen? Bolbotamon hat dieses Ding aufgerissen? Wie stark muss man sein, um durch diese massive Tür zu brechen? Aber wir suchen nicht zur kaputten Tür zu schauen. Und ich weiß nur zu gut, warum. Diese Zerstörung zeigt, mit welcher Bedrohung wir es zu tun haben. Wenn wir Angst haben, ist es keine gute Idee, uns zum Weitergehen zu zwingen. Und auch ich sollte mir etwas Zeit nehmen zum Beruhigen. Vielleicht sollten wir eine Pause einlegen. Ich weiß was, wir könnten uns die Wandbilder ansehen. Darüber wissen wir uns nur wenig. Hier sehen wie Menschen aus. Echt schräg. Hier sind auch Bilder von Tieren. Letztes Mal hatten sie gesagt, sie wären mit der Untersuchung noch nicht fertig, aber haben sie noch was anderes herausgefunden? Nein, was diese Wandbilder angeht, habe ich leider nichts weiter entdeckt. Wie schon gesagt, scheinbar hat eine enorme Kraft zu einer großen Tragödie geführt. Mehr kann ich aber aus diesem Wandbild nicht erfahren. Was ist hiermit? Haben nicht Menschen und Kimonogami gelitten? Nein. Es ging um vier götterartige Wesen aus den alten Legenden. Dieses Bild enthält Aspekte davon. Der Aufbau wirkt eigenartig. Normalerweise ist der Himmel oben und die Hölle unten. Das sind die vier Götter, Digimon. Die vier Souveränen. Nein, zu diesem Anblick kann ich leider auch keine Interpretation anbieten. Bin immer noch neugierig, aber wir haben nicht die Zeit, um mir Zeit zu machen. Bedauerlicherweise glaube ich, dass wir weitergehen sollten. Ja, sie sind jetzt alle bereit weiterzugehen? Fühlst du dich gewachsen weiterzugehen, Aoi? Ich habe ganz schön Angst. Es gibt keine Garantie, dass wir das unbeschadet überstehen. Aber wir können Kaito nicht einfach so zurücklassen. Also kann ich es mir auch nicht erlauben, meinen Ängsten nachzugeben.
Das ist die richtige Einstellung. Keine Sorge, ich beschütze alle. Könntest du aufhören, mir die Schau zu stehlen? Ich habe auch vor, alle zu beschützen. Unsere Feinde kämpfen erbittert. Bleiben wir wachsam und weichen nicht der Furcht zurück. Oder Minoru? Genau. Ich werde den Vorstoß anführen. Das ist ja sehr beruhigend. Ich bin sicher, dass es richtig ist, weiterzugehen, um mit Kaito zu reden. Wahrscheinlich kommt es zu einem Kampf, aber versucht trotzdem zu ihm durchzudringen. Gut, wie es aussieht, sind alle wieder bereit, sich in Bewegung zu setzen. Wenn Kaito uns zuhört, könnten wir uns vielleicht sogar wieder gegenseitig helfen. Nein, so wird es bestimmt laufen. Ich muss daran glauben und furchtlos weitermachen. Dann gehen wir mal auf runter. Mal schauen, was uns erwartet. Und Takuma, auf den Wänden hier drin gibt es auch jede Menge Zeichnungen. Ja, stimmt. Und ein weiteres riesiges Bild bedeckt die ganze Wand. Unglaublich, dieses Wandbild ist mir nicht zu vergleichen, was ich jemals gesehen habe. Es scheint eine Darstellung der Verbindung zwischen Menschen und Kimonogami zu sein. Seht ihr diese Bilder? 6 4 6 8. 8 die Gilde. Sie sind mit etwas, das wie ein Faden aussieht, miteinander verbunden. Könnte das bedeuten, dass Menschen und Kimonogami sich einmal viel näher standen? Nein, wenn das alles wäre, würden die anderen Wandbilder sicherlich ausreichen. Aber was drückt es dann aus? In der Mitte des Körpers soll das das Herz sein? Oder vielleicht die Seele? Seele, wie meinst du das? Das ist ein noch fundamentaler Teil als das Herz. Der Kern eines Menschen. Dieses Konzept nennt man seit uralten Zeiten die Seele. Takuma, Agumon, ihr habt bestimmt auch eine Verbindung auf diese Ebene gespürt. Etwas, das über Vertrauen oder Zuneigung hinausgeht, als wäre man untrennbar verbunden. Oh ja, das kenne ich. Es sagt mir, dass Takuma mein vom Schicksal bestimmtes Kind ist. Ja, natürlich, so etwas habe ich auch schon gefühlt. Wir Menschen und manche Kimonogami sind an bestimmte Personen gebunden. Jemanden, dem sie sich zugehörig fühlen, als wären sie zwei Hälften derselben Seele. Also, bist du sowas wie die andere Hälfte meiner Seele? Das ist mir ein bisschen peinlich, darüber zu reden. Das muss Dragmon für Kaito gewesen sein. Wie es sich wohl anfühlt, wenn die Hälfte der Seele mit Piedmon verschmolzen ist? Und sei nicht so bedrückt. Vergiss nicht, der Grund ist, dass Kaito kurz davor steht, einen riesen Fehler zu beginnen und wir ihn daran erinnern müssen, was richtig ist. Voll und ganz eurer Meinung. Die Hälfte von Bolbutamon ist Dragmon. Nun also Kaitos Meinung ändern, können wir verhindern, dass er die Welt zerstört. Dieser Durchgang führt nach ganz unten, wo Miyoko und der Meister warten. Hoffentlich seid ihr alle bereit dafür. Aber hallo, retten wir Kaito und Miyuki. Jetzt kommt's drauf an. Wir müssen irgendwie zu Kaito und Miyuki durchdringen. Wir sind ebenfalls bereit. Vorbereitet. Wie schwierig es auch wird, letztendlich werden wir siegen. Das müssen wir. Ich habe genug Leid gesehen, bevor. Davon brauchen wir noch mehr. Nicht noch mehr. Sorgen wir dafür, dass wir es hier rausschaffen. Jeder einzelne von uns.
Wir finden bestimmt einen Weg, das gut zu Ende zu bringen. Vertrauen wir darauf. Okay, Leute, folgt mir. Hey, Takuma, kann ich mit dir noch über eine letzte Sache reden? Na klar, was ist denn? Seit wir von der Fusion gehört haben, habe ich darüber nachgedacht, was wir Kaito sagen. Mir fällt nur nichts ein und am Ende steht immer mein Bedauern im Vordergrund. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte mehr über Kaito tun können. Selbst nachdem wir Mio verloren hatten, hätte ich mehr für ihn da sein können. Ich kann nur noch an das denken, was ich hätte tun sollen. Obwohl ich weiß, dass es sinnlos ist, sich mit der Vergangenheit aufzuhalten. Aber ist es wirklich sinnlos? Ich glaube, dass das nicht stimmt. Bedauern kann wehtun, aber es muss einen Weg geben, wie Aoi es einsetzen kann. Aoi. Aoi, dein Bedauern ist nicht sinnlos. Es hilft dir nicht nochmal die gleichen Fehler zu machen. Du musst nur daraus lernen. Außerdem hat Kaito die Welt noch nicht zerstört. Du kannst noch was für ihn tun. Bedauern ist nur deine Zeitverschwendung, wenn du zulässt, dass es verschwendet wird. Wie machst du das? Immer wenn ich mit dir geredet habe, fühle ich mich danach besser. Ich glaube, mit dir darüber zu reden, hat mir etwas Klarheit gemacht. Was kann man? Womöglich hat es sich für Kaito so entwickelt, weil er nichts bedauern wollte. Wie meinst du das? Nimm nur Mio. Er war immer total überfürsorglich. So sehr sie es auch gehasst hat. Und man muss stark sein, um unabhängig von anderen zu glauben, das Richtige zu tun. Es fühlt sich wie eine Art Stärke an. Die Stärke eines zerbrechlichen Herzens. Weil es noch mehr wehtut, wenn man erkannt hat, dass man falsch lag. Da ist was dran. Ich habe Kaito immer als selbstsicher und stark empfunden. Aber wenn es so aussieht, hatte er vielleicht auch seine Schwächen, die... Hm? Was passiert? Was war das für ein Geräusch? Mein Handy hat sich gemeldet. Anscheinend habe ich eine SMS bekommen. Was ist dann so besonders? Das ist nur wieder einer dieser unlesbaren Texte, oder? Nein, Teile sind immer noch unlesbar, aber manches kann ich entziffern. Moment mal, wirklich? Kann ich dich mal sehen? Na klar, hier. Es geht darum, dass sich jemand Sorgen um Aoi macht. Ich glaube, es kommt von meinen Eltern. Das ergibt keinen Sinn. Empfang so tief unter der Erde, darum ist der Text lesbar. Vielleicht frage ich die anderen, ob noch jemand eine Nachricht bekommen hat. Ich habe auch eine SMS bekommen. In dem lesbaren Teil werde ich gefragt, ob es mir gut geht und ich meine Medizin nehme. Da ist jemand um dich besorgt. Aber es ist schwierig, genau das zu erkennen. Tja, ist wohl irre. Aber Moment mal, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich dein Handy gemeldet hat, weil ich es stumm geschaltet habe. Eine gute Idee. Leute, schaltet eure Handys stumm, damit wir nicht überrascht werden. Oh, genau, okay. Erledigt. Tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe. Ich habe meins jetzt auch stumm geschaltet. Danke, dann sind wir jetzt wohl bereit. Gehen wir direkt zum Meister. Ich habe gerade nachgelesen, ob ich eine Nachricht erhalten habe. Nichts gekommen. Das soll mal einer verstehen. Mio sagt das so, als sei es ihm egal, aber er sieht ein bisschen enttäuscht aus. Hey, ich könnte dir eine SMS schicken, sobald wir es hier rausschaffen. Das wird es aufbringen. Ich will eine Nachricht von jemandem in unserer Welt. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich weiß nicht, warum wir jetzt SMS bekommen oder warum sie lesbar sind. Aber man wartet bestimmt auf uns. Ich wette, du kriegst jede Menge Nachrichten auf einmal. Hey! Ich finde es sehr gut, dass du mich aufmuntern willst, aber irgendwie fühle ich mich dadurch doch einsamer.
Was? Niemals. Du kannst so gut mit Leuten umgehen. Du hast bestimmt viele Freunde. Jetzt hör mal auf damit. Je mehr du darüber redest, desto schlechter fühle ich mich. Mann, das ist doch Mist. Oh. Was ist los? Was soll ist hier passiert? Das sind Feinde, aus denen wurde Kleinholz gemacht. Wahrscheinlich der Kintsugi des Meisters. Sie müssen erst vor kurzem getötet worden sein. Und Kaito hat das alles allein gemacht? Der hat wirklich was drauf. Wartet, wer liegt denn da in diesen Haufen von Kintsugi-Leichen? Haltet euch, Miyuki. Alles in Ordnung. Anscheinend ist sie einfach nur bewusstlos. Da lebt sie noch. Oh, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ja, ich spüre einen Puls und dass sie noch da ist, bedeutet, dass sie noch lebt. Trotzdem ist das seltsam. Wie kann es sein, dass sie vom Meister getrennt ist? Könnte es mit irgendwas zu tun haben, was Kaito gemacht hat? Bingo. Ich konnte sie dank Botamon aus dem Meister rausholen. Kaito, ich hatte wirklich vor, sie zu töten, aber ich habe meine Meinung geändert. Warum hast du das getan? Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe nichts gegen Miyuki, aber ich habe sie für den Angriff auf uns büßen lassen. Tja, das ist eine Erleichterung. Wir haben das schlimmste Szenario abgewendet. Miyuki ist sicher und wenn wir Kaito zur Vernunft bringen, besteht vielleicht Hoffnung. Kaito, würdest du bitte damit aufhören? Miyuki ist jetzt in Sicherheit, das heißt, wir können alle zurück. Die Welt muss nicht zerstört werden. Können wir nicht einfach zusammen nach Hause gehen? Nach Hause gehen? Welchen Sinn hätte das? Es ist ja nicht so, dass Miu da wäre. Nichts wird so sein, als wie es mal war. Also werde ich alles zerstören. Was soll das überhaupt bringen? Du würdest auch deine eigene Welt zerstören. Und nicht nur das, alles, woran du Erinnerungen mit Miu hattest. Das alltägliche Glück mit jemandem, dein eigener Wunsch zu leben. All dem würdest du ein Ende setzen. Na und? Miu wäre ja sowieso niemals ein Teil davon. Wenn du so weiterredest, erledige ich dich vielleicht zuerst. Was? Redet nicht so, als wüsstet ihr was über die Erinnerung, die ich an Miu habe. Wir hätten zu wesentlich mehr imstande sein müssen. Und wer hat mir das eurer Meinung nach genommen? Wer hat Miu ihr Glück beraubt? Dieser Feigling von einem Meister, der sich die ganze Zeit über hier versteckt hat. Und sowohl diese Welt als auch unsere, die ihr das Leben so schwer gemacht haben. Es wird Zeit, das heimzuzahlen. Ich werde alles mit eigenen Händen zerreißen. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch zurückholen können. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge erfahren. Ich werde hier einen Cut setzen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen netten Kommentar, würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Vergesst aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorschlägt. Und rechts ist die Playlist zu Digimon Survive. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.